Mein Lieblingsalbum. Rapper Crow, 32, hat eine neue Platte angekündigt. 11:11 wird am 12. August veröffentlicht und ist damit sein zweites Album innerhalb von weniger als 1,5 Jahren. Mein neues Album heißt 11:11 und es bedeutet mir sehr viel. Es ist wunderschön, es ist mein Lieblingsalbum tatsächlich, erklärt der Rapper in einem Statement. Es passe zum Sommer und man könne dazu tanzen und feiern. Es ist sehr wie Bay, sehr wie Wie. Da steckt ganz viel Liebe drin. Mit High-Featuring Claudia Valentina, 21, bringt der Sänger am kommenden Freitag, 17. Juni, zunächst eine weitere Single als Vorgeschmack heraus. Nach Krobot und Freiheit ist es bereits die dritte aus dem Album. Elf als Tattoo. Die Ziffer 1 steht laut Ankündigung als Symbol für Neubeginn. Als Ausgangspunkt für neue Kreisläufe und Beziehungen. Zu anderen, zu sich selbst, zum Ganzen. Antennen auf Empfang. Das Dauerrauschen ausblenden. Auch zwischenmenschlich. In einem Instagram-Clip zeigt Crow, sein bürgerlicher Name ist Carlo Weibel, dass er sich sogar die 11 bedeutungsvoll als zwei Ziffern auf die Füße hat tätowieren lassen. Crows vierte Platte Trip erschien am 9. April 2021. Das Doppelalbum, das er im Lockdown auf Bali fast komplett alleine produziert hatte, vereint Tracks aus einer fast zweijährigen Schaffensphase zu einem Gesamtwerk. Dabei mussten seine Fans längere Zeit auf ein Album warten. Das vorangegangene namens True veröffentlichte er 2017. Spot on News.